Herr Pritzel, wir sind gerne nach München gekommen mit unserem Baum und es freut mich, dass die Presse so großes Interesse hat an der Lieferung eines Christbaums nach München. Ja, ein paar Daten zu dem Baum kann ich noch weitergeben. Er war ursprünglich 31 Meter hoch, jetzt hat er noch 25 Meter, 4,5 Tonnen wiegt er noch und das Alter haben wir ganz genau nachzählt, das hat der Josef Schmidt gemacht, 142 Jahre ist er alt. Und es hat schon einen Grund, warum der so wunderbar dasteht. Er ist ja herangewachsen im Bereich des Wasserschutzgebietes der Stadt München, in der Wassergewinnung Oberau-Vorhand. Und da hat er halt das gleich gute Wasser, das die Münchner von uns geliefert bekommen, zur Verfügung gehabt. Also hat das schon einen Grund, warum er so dasteht. Naja, ganz einfach ist es ja nicht, einen Baum auszusuchen. Schöne Bäume gibt es überall, aber in unserer Gegend ist der Talgrund relativ schmal und irgendwo aus Hanglagen so einen Baum zu holen, ist nicht möglich. Also muss man sowieso im Talgrund schauen, wo man mit einem Autokran hin kann, wo man mit der Hubbinne hin kann, damit es überhaupt funktioniert. Aber unser Baumtrupp, der ja ergänzt wurde mit ein paar Leuten von unserem Bauhof, hat beste Arbeit geleistet und hat, das kann ich Ihnen sagen, 1,5 Kilometer Seil verarbeitet, um die Äste nach oben zu binden, weil für einen Transport darf er nicht breiter sein wie 3,50 Meter, gerade so 4 Meter. Und das war Riesenarbeit, Donnerstag, Freitag, auch noch einen ganzen Samstag, den dann aufzuladen und mit Netzen zu verpacken. Aber schließlich und endlich war es gelungen und man hat beim Verladen nicht einmal gehört, dass der Ast kracht. Und da waren wir schon ganz froh.